Woche jagt wieder ein Sturm den nächsten und es geht sogar so weit, dass wir nach Bonifacio flüchten. Spaziergang hier über die Insel. Hier gibt es ja nicht. Also man kann sich am Strand entlang wandern und sich ein bisschen die Häuser angucken. Hier ist nicht alles leer und es gibt auch keine Kettenbetriebe nicht davor. Das ist halt umso schöner. Wir haben die Insel ganz für uns alleine, außer ein paar Angestellte hier Ordnung machen. I like the way you hung Haben wir Glück. Die letzte Nacht war nicht so toll da. Der Wind läuft nach Nordosten und die Welle läuft nach Nordosten. Die Welle läuft nach Nordosten und der Wind kommt aus Norden. Der Wind kommt aus Norden und bläst genau auf unsere Option, sodass sich das ein bisschen aufhebt und wir eine ganz kleine, geringe Welle haben. Wir haben aber 25 Knoten Wind. Aber das wird sich so 20, 21 Uhr wird weggehen. Diese Woche ist ja ein bisschen ruhiger um uns, einfach dadurch, dass wir hier im Hafen liegen und ja, ich arbeite viel. Sven entspannt ein bisschen, macht ein bisschen was am Boot und na, wir haben halt hier jede Menge Stürme und versuchen alles nur gut zu überstehen. Bisher ist schon ein Seil gerissen, aber müssen halt ständig nachts raus und alles checken und ja. Sven checkt jetzt auch schon mal wieder die Lage und ja, guckt ja am besten mal selber an, wie es aussieht, wenn der Kapitän hier umherläuft und nach draußen guckt und wir einfach nur froh sind, dass wir jetzt im Hafen drin sind. Hier ist jetzt nicht mehr ganz so viel Welle. Die letzten paar Tage war schlimmer und wir haben jetzt sogar noch ein Nachbarn mitbekommen, ein englisches Paar. Den haben wir natürlich geholfen beim Anlegen. Wir haben uns jetzt hier am Strand versammelt und wollten eigentlich ein schönes Lagerfeuer machen. Ja, dann hat Sven alles schon vorbereitet und gestapelt und dann kam irgendein Mann zu uns und hat gesagt, das ist verboten. Ja, na, jetzt sitzen wir halt hier und gleich geht die Sonne unter und wir genießen dann einfach den Sonnenuntergang und lassen den Tag etwas ausklingen. War leider nichts mit unserem ersten Lagerfeuer am Strand. Wir haben heute so ein bisschen Haushaltstag. Erst wollen wir noch einkaufen und ja, Sven putzt gerade. Ich zeige es euch einfach mal ganz deskbar halt. Was mache ich? Du putzt die Chromteile. Nee, ich mache den Rost weg. Ach, du machst den Rost weg. Putzen tust du trotzdem. Ja. Das kann man so nennen, aber theoretisch das Bereinigen der Chromteile. Vom Rost. Ja, du liebst halt dein Boot. Du möchtest es schön sauber und ordentlich haben. Ja. Jetzt glänzt es besser aus. Wir sind heute in Bonifatius unterwegs, gucken uns ein bisschen die Altstadt, die Bastille und alles Mögliche an und sind einfach nur happy, dass wir jetzt hier in der Marina sind, weil es stürmt so dermaßen da draußen, es fehlt uns, hat es komplett weggeweht und ja, also ungefähr um die 40 Knoten sind es da draußen. Thank you.
Wir sind jetzt wieder zurück auf dem Boot und sind so ungefähr hier im Hafen 30 bis 40 Knoten. Ja. Und Sven hat noch ein paar Seile festgemacht, einfach damit wir sicher sind. Aber es sieht ganz gut aus. Ja, das war's für diese Woche. War spannend, naja, entspannt manchmal, manchmal auch nicht. Die Nächte waren anstrengend. Ja. Ansonsten, wenn dir unsere Videos gefallen, freuen wir uns über Likes und auch Kommentare. Und du kannst natürlich auch jederzeit unseren Kanal abonnieren. Und wenn du mal bei uns einfach mitsegeln willst, dann schreibst du uns entweder eine Mail oder gehst einfach auf unsere Internetseite auf Mitsegeln und da ist so eine Anfrage, so ein Button. Ja, und dann schreibst du uns einfach, wann du gerne mitkommen möchtest. Das war's dann für die Woche und ja. Gute Zeit. Gute Zeit. Ciao.